74 Mal pro Jahr rückt die Polizei allein in Mecklenburg-Vorpommern aus. Zu Deutschlands Schulhöfen. Dort, wo die soziale Rangordnung ausgehandelt wird. Verbale Auseinandersetzungen zwischen Schülern und körperliche Gewalt sind keine Einzelfälle. Auch die Sportler bei Jugend trainiert für Olympia haben schon von solchen Fällen gehört. Zum Glück nicht auf ihrer Schule. Ich habe halt von Schülern gehört, die gemobbt wurden und die sich dann halt gewehrt haben und sich dann halt auf den Schulhof geschlagen haben. Wenn da was wäre, dann würde ich da, glaube ich, schon hingehen und ein bisschen eingreifen. Judo ist eine Angriffs- und Verteidigungssportart. Ab dem 6. Lebensjahr können Kinder ohne Probleme einsteigen. Sie lernen, Aggressionen beim Training auszulassen und nicht auf dem Schulhof, mental stark zu bleiben und diszipliniert zu sein. Wir haben generell so 10 Judo-Werte, wo unter anderem Respekt, Höflichkeit und alles auch dabei ist. Und im Training achten wir auch viel darauf, dass sie auch diese Werte befolgen, beherzigen und auch danach leben. Auch nicht nur auf der Judomatte, sondern auch außerhalb. Wladimir Nitka ist Trainer an der Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg. Weltranglisten-Dritter der Kampfrichter, 3-mal tschechischer Meister. Die Schüler haben ihn zum Vorbild. Auch er ist von der Wichtigkeit der Werte im Alltag überzeugt. Denke ich mal, Judo gibt den jungen Leuten Werte, die sie dann bei Problemlösung einsetzen können und ohne Gewalt und schon gar nicht mit Gegengewalt Probleme lösen können. Man hat halt das Gefühl, sich verteidigen zu können, wenn halt wirklich mal irgendwas passiert. Ich würde einfach auf den Rücken greifen, weil ich will ja nicht das T-Shirt von den anderen kaputt machen. Judo ist auch ein Thema für den Schulunterricht. Die Sportart trainiert Körper und Geist und eignet sich für alle, die rangeln und raufen wollen. Mit Regeln und Respekt.